Hallo Freunde, willkommen bei Lieferando, deinem Online-Bestellservice. Na, haha, dein Hunger hat es verdient. Hallo Freunde, der NRW über 18 hier, wir sind immer noch vor Mr. Pizza. Und ja, es geht weiter bei unserem Hund und bei unserem Hasi. Und bevor wir jetzt hier irgendwas machen, bin ich cleverer geworden. Denn wir gucken mit Hasi uns jetzt hier erstmal alles an. Das habt ihr mir nämlich vorgeschlagen und ich selber habe mir dann auch gedacht, warum, wenn es denn zur Verfügung steht, sollte man es nicht nutzen. Gute Arbeit, Max. Lass uns mal schauen, ob wir... Aha, ein Hinweis. Hä? Okay, wir standen auf dem Dach. Sollten wir hier nach Hinweisen suchen, oder was? Okay. Im Ganzen verschluckt. Sowas habe ich noch nie gesehen. Und nicht schlecht. Ja, und das war's, oder? Ja, das war's. Mr. Pizza. Was war das? Mr. Pizza. Mit dem unvergesslichen Geschmack von Ölgardinen. Sollte das nicht von Ölsardinen heißen? Sie mussten das wegen des Gesetzes zu wahrheitsgemäßer Werbung ändern. Ich dachte, das heißt Mr. Pizza und nicht Meta. Was? Meta? Ach, ist auch scheißegal. Schauen wir uns die Reste an. Wie es aussieht, hat da jemand seine Sumpf-Spezial-Chicago-Style nicht ganz geschafft. Schwächling. Okay, hätte ich jetzt gedacht, dass wir die essen können. Hui! Untersuche Hintertür. Das sieht verdächtig aus. Verschlossen, kaputt und führt nicht dahin, wo wir hinwollen. Genau wie unsere Beziehung. Das war gerade hart. Das war echt hart. Tauben. Doch wohl. Okay, die Taube in den Karton. Okay, nochmal. Ja. Es war ein zweiter Karton. Ich habe auf den zweiten Karton geklickt. Pizzakartons. Okay, das bleibt gleich. Sieht so aus, als hätte sie genug von Mr. Pizzas verrottenden Resten für heute. Okay, was sagst du noch? Gute. Okay, ja, okay. Einen Hinweis, also wir müssen irgendwie aufs Dach kommen. Was für eine sinnlose Verschwendung verschmutzter Pizzakartons. Die Kartons sind das Leckerste. Bah. Schau an, Pizzakartons. Was verbringe Zeit mit Taube? Sieht so aus, als hätte sie genug von Mr. Pizzas verrottenden Resten für heute. Kann ich einen Bleistift in ihren Bauch pieksen, damit sie in einer Fontäne von Teig und Anchovies explodiert? Später vielleicht. Na gut, ich denke, es ist an der Zeit, hineinzutreten in Mr. Pizza. Ah, jetzt eine fette Salami-Pizza. Was? Den Geschmack kriegst du mit echtem Käse nicht hin. Hey Sam, Sie erwähnten einen riesigen Weltraumgorilla, der hier rumhing. Könnte das General Stunkaffe gewesen sein? Kann sein. Schauen wir mal, ob er einen Hinweis hinterlassen hat. Das glaube ich jetzt nicht, ne? Das glaube ich doch jetzt nicht. Das soll es schon wieder hier gewesen sein. Das kann es nicht sein. Diese Pizzakartons machen mich rasend, weil damit irgendwie Taube... Da sagt er wahrscheinlich wieder dasselbe. Die Tauben bauen aus den holzigen Krusten Nester und primitive Tempel für ihren Taubengott. Was? Was für eine Sinnlos... Okay, was hat er noch gesagt? Diese Kartons sind leergepickt. Die Tauben bauen aus den holzigen Krusten Nester und... Ja, okay.
Also die Tauben sind geil auf die Pizzakartons. Das heißt, wir müssen irgendwas machen. Verschlossen, kaputt. Naja, wie unsere Beziehung. Ich weiß. Was haben wir denn da? Meine Güte. Das behalte ich lieber. Nein. Das könnte ein wichtiger Hinweis in unserem Fall sein. Da steht doch, nimm. So. Opa Stinky hat das Mr. Pizza Schnapsglas wohl eingesammelt, als er sich mit Stunkaffe getroffen hat. Es muss 100 Mr. Pizzas in der Stadt geben. 142, Kumpel. Also, wo ist Stunkaffe hin? Noch bleiben mir nur noch 141 über. Das ist Stunkaffes Strafraum Gefangenenabzeichen mit eingebautem Peilsender. Was ist denn, wenn wir das in die Pizzaschachtel legen? Wenn ich hier was hinlege, klauen es diese fetten Flugratten. Ja, aber... Aha, Moment, da kommt mir eine Idee. Was ist, wenn wir das Telefon... Ja! Heiß und lecker, mit saftig prallen Frei-SMS. Hehehe. Nein, jetzt zippt die da drauf rum. Im Ganzen verschluckt. Sowas habe ich noch nie gesehen. Was? Nicht seit wir versehentlich in dieses Theater am Times Square geraten sind. Die hat das Telefon gegessen. Geil, die ist aufs Dach. Moment. Denn wir... hab das Skelett gerade gesehen. Denn wir müssen ja aufs Dach. Das haben wir in der Zukunftsvision gesehen. Und dass hier nirgendwo eine Treppe oder Leiter gibt. Haha! Und da ist ihr Nest. Gute Arbeit, Max. Lass uns mal schauen, ob wir... Aha! Ein Hinweis. Eine antike Postkarte von jemandem, der seltenes Spielzeug sammelt. Wie ist die Adresse? Weiß nicht, Max. Der Name und die meisten Adressen sind verschmiert. Ein Job für den Crime John. Und nimm das Telefon mit, Max. Ich fass das nicht an. Das war auch gerade geil. So, Moment. Jetzt mal dahin zum Desoto. Ja, ich denke mal, da sind wir jetzt hier fertig, oder? Inventar. Alte Postkarte. Das behalte ich lieber. Mann. Nein, nicht der Z noch. Den da. Das behalte ich lieber. Das könnte ein Wicht... Sag mal, willst du mich flachsen? Diese Postkarte stammt von einem Sammler, der mit altem Spielzeug und Familienerbstücken handelt. Das vielleicht? Nein. Okay. Vielleicht das noch mit dazu? Ach ja, Mensch, ist auch Max, gut. Hast du auch manchmal das Gefühl, dass du in der Zukunft was irre Schlaues tun wirst? Aber du weißt noch nicht, was das sein wird? Ach egal, gucken wir uns die Postkarte mal an. Das ist eine Postkarte von einem Sammler antiker Spielzeuge. Ja. Aber die Adresse ist verschmiert. Also muss es doch irgendwie möglich sein. Es ist nur die Frage, mit was... Diese Postkarte stammt von einem Sammler, der mit altem Spielzeug und Familienerbstücken handelt. Och Mann. Ach, mit dem Telefon hatten wir doch gerade eben, oder? Na, ach Kopf. Herrschaftszeiten. Da will ich nochmal hin. Denn wir haben ja immer noch das Problem, wir kommen bei Bosco Tech nicht rein. Genau so sieht das nämlich aus. Wieso? Habt ihr die Mama Taube gerade gesehen? Mama Bosco muss was ziemlich Wichtiges in ihrem Labor haben, wenn Stunkaffe seine Leute hier postiert hat. General Stunkaffe kann überall in der Stadt sein. Er hätte wenigstens eine Nachsenderadresse oder Telefonnummer da lassen können. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Das erklärt nämlich jetzt auch die Taubenkacke, die jetzt hier auf dem Boden ist. Wobei er auf der anderen Seite... Selbst da am Hydranten.
Aber auf der anderen Seite, ich habe die Taube da jetzt zum ersten Mal gesehen und die hatte sowas ähnliches wie einen Ring im Maul. Okay, schauen wir sie uns mal an. Oh, okay, das ging schnell. Genau, und wie kommt der Hase jetzt hier hoch? Wie bin ich denn jetzt darauf gegangen? Okay, mein Täubchen. Gib das Glitzerding her und keinem passiert etwas. Die lässt das doch jetzt fallen. Ich wusste es. Hey, pass auf, wo du das hinfallen lässt. Oh nein, und er hat es nicht gemerkt. Kann ich hier sonst irgendwas machen? Das ist ja krass. Okay, whatever und warum er das jetzt macht und damals nicht gemacht hat. Aber okay. Wieder runter. Aber letztendlich, ich meine, hallo. Glänzendes Ding. War doch ein Ring. Ein oder? Verlobungsring. Sam, das kommt so plötzlich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Sei still, Dummkopf. Stunkaffe muss ihn aufgesammelt haben, als er nach Spielzeug gesucht hat. Hier ist eine Gravur. Dumm gelaufen. Stilvoll. Okay. Oh, das war jetzt gemein. Das war jetzt echt gemein. Schauen wir nochmal durch den... Ach, das war auch gerade cool. Zukunftsvisor. Denn da wissen wir ja, dass die ausgeschaltet werden. Ist nur die Frage, wie? Zwei auf einen Streich. Und auch noch ganz ohne schwere Verletzungen. Okay, also wir müssen sie wohl irgendwie mit dem Fahnenmast ausnocken. Nochmal! Ja. Nochmal! Ah. Na, das hat ihn ja direkt umgehauen. Nochmal! Nochmal! Okay, ich vermute mal, dass wir jetzt wieder mit unserem Teleportationsgerät hier arbeiten müssen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Denn ähnlich wie ja bei Opa Stinky... haben wir ja vorhin auch, wo wir reingegangen sind, dass Max in den Klauen von dem anderen Affen blieb. Moment, mir kommt jetzt eine Idee. Wir haben doch noch Stinkys Handy, oder? Ja, da. Was ist, wenn wir uns... Die Bilder werden auch immer skurriler. Wenn wir uns jetzt nach Boskotech teleportieren... Zip. Da kam links die Taube. Wie habt ihr das gesehen? Sturzflug. Und jetzt. Zack. Müsste der Gorilla. Keine Besucher. Genau. Genau. Mit Sam wird man direkt rausgeschmissen. Ja, es funktioniert. Und mit ihm laufen wir jetzt schnell aufs Dach. Und dann kannst auch laufen. Zip, zip, zip. Ganz nach vorne. Schalten um. Und oh Gott, sieht der hässlich aus. Lassen uns jetzt zu Stinky Sandy teleportieren. Und normalerweise jetzt mit viel Glück. Kopf festgehalten. Geil! Zwei Jawohl. Auf einen Streich und auch noch ganz ohne schwere Verletzungen. Ich glaube, er hat meine Luftröhre zerquetscht. Der Weg ist frei. Das ist schon wieder so gemein. Freunde, es geht voran. Es geht voran. Das ist so cool. Und schon wieder. Können wir die irgendwie untersuchen? Betritt Brust? Nee. Schade. Ich hätte jetzt irgendwie bei denen Geheimnisse entdecken können. Vielleicht tun wollen. Egal. Whatever.
So, jetzt ist nur die Frage, was hat... Aha. Das ist ein halber Kassenzettel für irgendwas. Stunkaffe muss ihn verloren haben, als er hier durchkam. Ein Hinweis? Welcher Laden? Kann ich mit einem halben Zettel nicht sagen, Kumpel. Das ist ein Job für das Crimetron. Die Funktion des Crimetron ist cool. Nur das Problem ist, ich tue mich zurzeit noch schwer, das zweite Symbol dafür, weil ich meine, ne? Was, ich weiß nicht, mit was hängt das zusammen, das zweite Symbol? Da bin ich noch nicht so ganz hinterbestiegen. Aber ich denke und hoffe mal, dass das noch kommt. Ist, steht Mama Bosco hier unten? Ne, es sah gerade so aus. Jemand was dagegen, wenn ich den Sender wechsle? Okay, dann nicht. Das ist Mama Boscos Destabilisierungsdingens. Komm, wir reden mit Mama Bosco. Na, okay. Ich habe Achtung vor ihr, weil sie... Danke, dass ihr die Gorillas losgeworden seid, Sam und Max. Ach, die wollte die gar nicht haben. Was genau macht denn dieser Dimensionsdestabilisierer? Er öffnet ein temporäres Portal zwischen zwei Dimensionen und jemand aus der Geisterwelt kann in die Wirklichkeit überwechseln. Oder aus der wirklichen Welt in einen interdimensionalen Knast? Kann schon sein. Glaubst du, Stunkaffee wollte das vor den Leuten geheim halten? Weiß nicht, ich tippe immer noch auf das Riesenmonitorgerät. Das Ding ist cool. Das war ja klar. Einen Versuch ist es wert. Ich habe eine Fernbedienung gebaut, damit ihr das Portal von überall öffnen könnt. Hä? Es bleibt nur ein paar Minuten offen, ihr müsst also alles richtig machen. Jeder, der etwas berührt, das auf die Alternativdimension eingestellt ist, wird mittransportiert. Aha. Max fragt sich, wie dieser Dimensionsdestabilisierer funktioniert. Ihr müsst einfach Stunkaffee finden und das Portal öffnen. Wenn er irgendetwas berührt, das auf die andere Dimension eingestellt ist, wird er reingesaugt. Die Fernbedienung dafür ist da drüben. Okay, schon mal gut zu wissen. Also wir wissen jetzt, wie wir Stunkaffe so loswerden können. Was haben General Stunkaffes Schergen hier zu suchen gehabt? Die haben den Laden übernommen, gleich nachdem ich ihm von meinem Destabilisierer erzählt hatte. Das war aber nicht gerade nett. Genau, ich meine, klar ist sie ziemlich langweilig, aber das ist noch kein Grund für Gewalt. Ich bin ziemlich sicher, er wollte verhindern, dass jemand meine Erfindungen gegen ihn einsetzt. Okay, also wir wissen jetzt, wie gesagt, wie wir Stunkaffe loswerden. Hat Stunkaffe bei dir durchblicken lassen, was er vorhat? Nö, er hat nur seinen Wachen gesagt, dass niemand was über meine Erfindungen rausfinden darf. Ja, Freunde, das denke ich mal... Man sieht sich auf der anderen Seite, Dr. Mama Bosco. Ja, und wir sehen uns auch im nächsten Teil wieder. Das ist gewiss, ich hoffe jedenfalls. Bis dahin also, NRW 18, adieu.